Wir besuchen den Friedhof des gigantischen Megalodons an einem unerwarteten Ort, den du nie in Betracht gezogen hättest. In einem verschlafenen Vorort am Meer liegen die Überreste des größten Raubtiers, den das Meer jemals zuvor gekannt hat. Behalte es für dich, aber mitten in Bayside gibt es ein geheimes Fossilienmuseum, von dem niemand etwas weiß. Es gibt bestimmte Haiarten, wie Cosmopolitodus plicatilis, die ihre Knochen knacken lassen, zu Fossilien des größten fliegenden Vogels, der jemals existierte. Das größte Problem sind die aufregendsten Fossilien. Noch nicht wurden entdeckt worden. Ich bin Ben, ein Wirbeltierpaläontologe aus Melbourne. Ich bin spezialisiert auf die Gewinnung, Präparation und Konservierung von Wirbeltierfossilien. Und auf den ersten Blick, man würde nicht denken, dass wir uns auf einer der bedeutendsten Fossilienfundstellen in ganz Australien befinden. Dieser Zahn gehört zu Otodus megalodon, dem größten Hai, der jemals existierte. Mehr als die Hälfte eines Basketballplatzes. Es verbreitete Angst in den antiken Meeren und nagte an den Rücken von Bartenwalen. Und was auch immer sonst noch in diesen Ozeanen war. In die Vergangenheit ihn sehen. Ich werde meine Zeitmaschine kalibrieren. Ich werde dich dort treffen. Das Meer war vor 5,5 Millionen Jahren ein radikal anderer Ort. Der Meeresspiegel war mindestens 20 Meter über dem aktuellen Niveau von heute. Es war ein Ökosystem wie kein anderes. Mit den größten Seeungeheuern, die unter den Wellen um die Vorherrschaft ringen. Einer der unbestrittenen Tyrannen dieser antiken Ozeane war zweifellos der gefürchtete Megalodon. Dieser Hai war kein wählerischer Esser. Er verschlang alles, was er in die Zähne bekommen konnte. Von träge schwimmenden Meeresschildkröten, agilen Knochenfischen und sogar sanften und prächtigen Walen. Der Anblick eines Megalodons hätte eine Welle der Angst durch den Ozean geschickt. Fragment des Kiefers eines kleinen Bartenwals, gefunden in Black Rock. Diese Einkerbungen wurden vor mehr als 5 Millionen Jahren von einem sehr hungrigen Hai gemacht. Im Kieferbeißen, zäh und ausdauernd. Man kann sich vorstellen, wie rot das Meer damals gewesen sein muss. Der Megalodon hatte über 240 Zähne in seinem Mund. Und alle hatten scharfe Zacken wie ein scharfes Messer für Steaks. Es wurde angenommen, dass der weiße Hai ein Nachfahre des Megalodon sei. Aber wenn man ihre Zähnchen vergleicht, kann man sehen, dass sie ziemlich unterschiedlich sind. Aber warum waren diese Zähne so einzigartig gezackt? Ein gerades Messer ermöglicht ihnen einen saubereren, präziseren Schnitt. Perfekt zum Schneiden von weichem Fleisch, aber schlecht beim Schneiden von hartem Knochen. Die gezackte Klinge ist beim Zerteilen von Fleisch deutlich effektiver und sorgt für bessere Ergebnisse. Der Megalodon biss und verschwand schnell, was es ihm ermöglicht, riesige Fleischstücke zu nehmen und sogar Walfischknochen zu brechen. Aber wie ist der Megalodon überhaupt so groß geworden? Möglicherweise ist ein Teil dieser Antwort wettbewerbsbedingt. War es ein evolutionärer Krieg zwischen Bartenwalen und dem Megalodon, deren Gleichen wir heute nicht mehr sehen? Es gibt viele biologische Vorteile bei einer unglaublich großen Größe. Es macht es einfach, arglose Beute wie einen kleinen Wal zu überwältigen.
Da bläst sie! Wir sollten froh sein, dass der Megalodon vor etwa 3,5 Millionen Jahren ausgestorben ist. Es war aufgrund einer Kombination von Faktoren, aber der größte Beitragende: Es war sehr kalt draußen. Die Eiszeiten begannen erst vor etwa 3,5 Millionen Jahren. Und dies hat höchstwahrscheinlich viele der Wanderungswege der Wale verändert, von denen der Megalodon sich ernährte. Es ist auch möglich, dass der Aufstieg von weißen Haien und Orcas eine entscheidende Rolle beim Untergang und Aussterben des Megalodons gespielt hat. Der Megalodon könnte mehr als 16 Meter lang gewesen sein und hatte ein Gewicht von über 50 metrischen Tonnen. Das entspricht der Größe eines modernen Buckelwals. Paläontologen versuchen herauszufinden, wie dieses Tier jagte. Aber es ist unglaublich schwierig, Verhalten nur aus Knochen und Zähnen abzuleiten. Viele Wissenschaftler kamen zu ähnlichem Schluss. Dieser Hai war höchstwahrscheinlich ein Überraschungsangreifer, am Boden des Meeres wartend und auf die gleiche Weise jagend, wie es heute große weiße Haie tun. Die prähistorische Buchtseite war ein besonderer Ort. Es ging nicht nur um den Megalodon, es gab auch andere, ebenso gigantische Raubtiere, die in diesen antiken Ozeanen schwammen. Gerade wurden ihre Fossilien erst kürzlich entdeckt. Von diesem Zahn eines riesigen Killer-Pottwals stammt dieser, der von Bürgerwissenschaftler Murray Orr entdeckt wurde. Von Pelagornis, dem größten fliegenden Vogel, jemals den Himmel durchquerte, Teil des Flügelknochens. Gefunden von Bürgerwissenschaftler Connor Brecon. Wir sind gerade am Anfang der Erkundungsphase. Jeder kann zu diesen Entdeckungen beitragen und helfen. Herzlich willkommen im Geheimen Museum von Bayside. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Paläontologie entdecken, Reise starten. Besuchen Sie das Naturkundemuseum oder die Universität. Prüfen, ob es als Bürgerwissenschaftler ehrenamtlich möglich ist zu arbeiten. Ben Francis Kelly erforscht das prähistorische Leben von Bayside. Du kannst seine Arbeit unterstützen, indem du seinen Patreon-Link in der Beschreibung nutzt. Dieser Film wurde durch Leatherman Multitools ermöglicht. Sie stellen unverzichtbare Messer und Werkzeuge her. Schauen Sie sich den Link in der Beschreibung für die vollständige Auswahl an. Das Auto kam von Brighton Land Rover. Kein anderes Auto verkörpert den Abenteuergeist wie dieses. Auto- und Modellpalette bei Brighton Land Rover. Ich werde dich im nächsten Video sehen.